Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei 42, das gruseligste Spiel aller Zeiten. Ja, ich kann es kaum erwarten, bis es endlich weitergeht. Wir waren bei Abschnitt 2, haben uns einen defekten Fernseher angeschaut, nachdem wir von zwei mega netten Ärzten verarztet wurden, die einem heftige Spritzen in den Körper, anders kann man es nicht sagen, ja, gemetzelt haben. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's bei unserem Spiel. So, wo sind wir? Wo waren wir? Hier war unser Fernseher. Wunderschön. Okay. Da ist hier wer? Wer ist denn der? Na komm. Schließen Sie das Team. Suchen Sie eine Waffe. Eine Waffe hätte ich jetzt allzu gerne. Wo ist die Tussi hin, ne? Wer oder was war das? Wieso dreht sich das? Ach Gottchen. Falsch. Ah ne, ein Hinweis war das. Ein Hinweis. Ja, vielleicht werden die langsam interessant, diese Hinweise. Also ein bisschen Angst habe ich schon mit diesem ganzen komischen Mädchenzeug, auch wenn sie bestimmt gut ausschaut, aber ich will sie doch nicht so von... Was war das? Ach, du bist umgefallen. Ich will sie doch nicht so von der Nähe spüren und sehen. Dann ist sie mir doch ein wenig zu gruselig. Hier sind lustige Xe. Wahrscheinlich muss ich hier langlaufen. Aber ich soll eine Waffe suchen, ja? Das ist nicht schön. Hallo. Wie, wo bist du? Hat er jetzt gesagt, wo bist du? Ich glaube, ich bin geistig ein bisschen zurückgeblieben, oder? Ich meine, was gebe ich mir da für eine Scheiße? Oh, Blutflecken. Ja, eine Tür. Noch mehr Blutflecken. Eine Vase über der Toilette. Was tue ich hier eigentlich? Was will ich hier? Ein Hinweis. Was steht denn da bitte? Was soll es überhaupt sein? Archivdatei. Name. Bla bla bla. Anmerkung. Schlechte akademische Leistung. Das glaubt, das ist total. Nee, ich will es nicht lesen. Ich lese sowas nie, ja? Also. Diesmal auch nicht. Auch wenn ich es ein Let's Play mache. Was, wieso? La. Die wird sich auch denken, was für ein Idiot. Bring ihn einfach um. Bring mich einfach um. Nee, Spaß. Du kriegst mich eh nicht. Bitch. Professor Doktor. Das neue Erfrischungsgetränk. Professor Doktor. Hey. Kommen wir da her? Ja, hier kommen wir her. Dann konnten wir noch hier lang gehen. Was war denn hier Tolles? Ich sollte mir eine Waffe suchen, ne? Was piept hier irgendwo? Ist ja mal krank. Ja, komm, Hinweise hin oder her. Was zum... Also an das kann ich mich nicht erinnern. Wieso bewegst du dich auch, ne? Aber zum Glück ist die Sicht noch nicht so verschwommen wie letztes Mal. Wo geht's denn bitte lang? Hier war es nicht. Da kam ich her. Meine Fresse, ey. Hier war auch nichts. Da war nur so ein komischer Raum. Ja, genau. Da vorne auch nichts. Hier waren wir bei diesem X. Dann könnten wir hier vielleicht? Ja. Nachrichten. Also ich bin gerade mit anderem Zeug beschäftigt, ja. Ich bin in einem Krankenhaus. Gänsehaut. Was willst du von mir? Hau doch ab. Ist immer noch mein Krankenhaus, ja. War da wer? Ne, es war, glaube ich, nur ein Bildschirm. Was ist hier? Was bringt mir der Raum? Gar nichts, ne? Ich will eine Waffe, dann fühle ich mich sicherer.
Toiletten. Männertoilette. Frauentoilette. Hä? Ich will da rein. Ey, ich bewege mich hier im Kreis, ja? Das kotzt mich gerade an. Wo soll ich denn bitte hin? Ich kann nirgends rein. Nirgends. Hier komme ich her, da muss ich auf keinen Fall mehr irgendwie. Oder? Ah doch, da ist auch wieder so ein X. Oh oh. Was zum Vorsicht? Es fallen. Ja, sehr nett. Geht's dir gut? Er schläft. Ganz tief und fest. Ich habe nur einen Health Kit oder wie die heißen, weiß ich gerade nicht. Schaut auch schon besser aus. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Da, das meine ich. Überall liegen seltsame Gestalten rum, die abgemurkst wurden, ja? Ich meine, ich will so nicht enden. Wieso renne ich nicht einfach nach Hause? Der mag mich nicht. Der knallt mich noch ab, ey. Ja, Gegner im Gebäude. Tür zu und weg. Halt's Maul. Verpiss dich doch mal. Kriegst du da drum Schellen? Ja, der ist zu blöd, die Tür aufzumachen. Boah. Gänsehaut, ey. Was soll denn der Mist? Ein tolles Kit. Hey, da ist wer. Na komm. Wer bist du? Ey, meine alte Tussi ist es wieder. Ja. Ja, ich habe einige Fragen. Hopp, wir gehen in das Labor. Was ist denn hier los, bitte? Missionsziel. Begeben Sie sich zum TAK-Labor. Würde ich ja gern machen, wenn ich wüsste, wo das ist. Gibt mir mal jemand sowas wie eine Minimap? Ja, das ist mir egal. Hallo. Identifizierung. Wo sind meine Gegner? Irgendwo müssten hier jetzt Gegner sein, oder nicht? Oh oh. So, das war's doch mit deiner komischen Hinterhaltgeschichte, ja? Ich bin dein größter Albtraum. Wie? Snake Fist? So. Nerv nicht. Komischen Geräusche. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hopp, komm her. Na komm. In die Eier. Oh Mann, wie man die immer abschießen kann und dann, dass die einfach nicht sterben. Schießt in den Arm? Nee, nix passiert. Erst nur in den Kopf oder einfach so in den Bauch oder so schießt. Aber so in den Fuß nichts, in den Arm, nee. Hallo? Spinnst du? Traust dich was? Wie kann man auch so... Halt du die Fresse, ja? Wie kann man so sterben? Schau euch das an. So würde ich auch gern sterben. Nee, würde ich nicht, sonst wäre ich ja tot. Ach Gottchen, Kitty. Was willst du tun, ne? Und du? Na komm. Oh, die haben wieder so lustige Raketen auf dem Kopf. Jetzt weiß ich, wofür die da sind. Ja, das hat mir gefallen. Sie wurden getötet, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo komme ich her? Sind wir mal gespannt. Unser Snake Fist oder wie der Kerl. Nummer 1. Und Nummer 2 waren die Kerle da hinten. Guck mal die hier. Ja, die gehen in die Luft, wenn man gescheit trifft. Die müssen irgendwas am Kopf haben. Oder auf dem Schädel oder so. Was dann schön in die Luft geht. Alter. So, jetzt stirbt er schon wieder so lustig. Servus. Scheiß nachgeladen. Sowas haben sie am Schädel und dann... Boom. Das war taktisch unklug. Egal. Na komm. Erlebe nichts mehr. Die da hinten, guck.
Jetzt will ich nur nicht sterben. Baf. Ist da noch wer? Ja, der hier. Auch sowas Lustiges im Rücken. Ich bin auch selten dämlich, wenn ich mich mit so einem Gastank auf dem Rücken in den Krieg schicken lasse, ja. Kann ja nichts passieren, irgendein Gegner knallt drauf und das war's dann, ne? Datenspeichern, bitte PC nicht ausschalten. Das heißt, wenn ich das nächste Mal starte, lande ich genau hier. Und das werden wir auch tun in unserem nächsten Let's Play. Bis dann, Jungs.